Das nachfolgende Let's Play enthält Spielszenen aus einem Spiel, das für Spieler unter 16 Jahren nicht geeignet ist. Bitte berücksichtigt dies. Hallo und willkommen zur Folge 28 von Wenders Monday. Ja. Gut, okay, also dieses Schiff werden wir nicht los. Schade eigentlich, ihr wisst nicht. Doch. Doch, hier, da. Da ist jetzt besetzt. Mel? Bist du da drin? Ich hoffe, du bist der Tod. Und hier, um mich von meinem Leiden zu erlösen. Noch besser. Ich bin's, Randall. Wer? Der Kurier von Emerson Express. Wir haben vor einer Weile über deine Magenprobleme geredet. Ah, klar. Der Millennium Enterprise-Typ. Mhm. Ja, das bin ich. Klasse. Hast du meinen Kaffee? Naja. Nein. Dann hau wieder ab. Oh! Ich brauche absolute Konzentration und dafür muss ich allein sein. Ja, ist gut. Wollte nur sagen, dass ich den Cops gesagt habe, was los ist. Oh Gott. Wenn du damit die Pussy am Eingang meinst, bin ich wohl gefickt. Ei, ei, ei. Na komm, gib Murray eine Chance. Dass er so ein Depp ist, macht ihn so charismatisch. Oh, egal, Kleiner. Komm einfach nicht wieder, wenn du keinen scheiß Kaffee dabei hast. Oh. Ich werde mein Bestes tun. Hm. Ich verstehe nur nicht. Ah doch, Murray. Jetzt macht das doch. Sind Sie geschäftlich oder zum Vergnügen hier? Was? Sind Sie hier, um den seltsamen Fall des vergifteten Würstchens zur Untersuchung oder stopfen Sie sich einfach nur voll? Das kränkt mich, Kleiner. Ich bin ein absoluter Profi. Ich habe nur etwas herumgeschnüffelt. Mhm. Verstehe. Worauf warten Sie denn noch? Verhaften Sie den Typen! Warum sollte ich das? Er macht die besten Hotdogs der Stadt. Danke, Officer. Aber er wollte Mel vergiften. Worauf basiert diese Anschuldigung? Es gibt keine Beweise. Und wenn es die gäbe, würde ich sie auch essen. Der war gut, Officer. Danke. Klasse. Und was haben Sie rausgefunden? Dass von nun an Hotdogs mit extra Chili meine neue Lieblingssorte sind. Ah ja. Ich wusste, die würden Ihnen gefallen, Officer. Oh, halt doch die Klappe, du Arschkriecher. Es gibt hier keinen Fall, Junge. Ich weiß nicht, was deinen Freund krank gemacht hat, aber es war nicht das Essen dieses netten Herrn. So viel ist sicher. Außerdem, er verkauft nur das feinste Fleisch. Alle seine Produkte haben ein Zertifikat. Und die kann man unmöglich fälschen. Die sind sogar datiert. Tut mir leid. Okay, aber das hier ist noch nicht vorbei. Ich glaube, Sie sind voreingenommen, was diese Untersuchung angeht. Ich sagte dir schon, ich bin ein Profi. Aber hier stinkt wirklich nichts. Was soll ich also machen? Ich weiß auch nicht, Murray. Das ist Ihr Job. Ordern Sie Spürhunde oder ein SWAT-Team. Warum? Woher soll ich das wissen? Ich mache hier nur Vorschläge. Es gibt keinerlei Beweis, dass dieser Mann schlechte Hotdogs verkauft. Ich kann nichts weiter tun. Fall abgeschlossen. Fall abgeschlossen am Arsch. Ich gebe diese Ermittlung nicht auf, selbst wenn Sie mir die Dienstaufsicht auf den Hals setzen. Ich gehe der Sache auf den Grund, auch wenn ich dabei meine Marke riskiere. Verdammt nochmal. Wir sind Männer des Gesetzes, Murray. Herrgott. Ich schon. Du nicht. Oh, stimmt. Verdammt. Scheiße. Ich habe genug von dieser Farce. Ich hau ab. Ja, mach, was du willst. Genau, mach, dass du wegkommst. Du verärgerst meinen guten Freund Officer Murray. Hab ich nicht gesagt, Arschkriecher haben die Klappe zu halten? Aber wir haben etwas, was die Sachlage bestimmt ändern wird. Also, was sagen Sie denn zum Zustand dieses Hotdogs? Komm schon, Kleiner, den hast du nicht von mir. Das kann ich ja bis hierhin riechen. Mit dir rede ich nicht. Was denken Sie, Officer Murray? Ich stimme dem guten Mann zu. Ich bezweifle sehr, dass der von hier ist. Ach, wirklich? Was ist denn mit dem Echtheitszertifikat? Was? Zeig mal her! Nochmal, mit dir rede ich nicht. Kapiert? Das ist Ihr Zertifikat, mein Freund. Unmöglich! Hä?
Ah, ich weiß, was hier vorgeht. Ja. Ich wette, der kleine Drecksack hat vor ein paar Tagen was bei mir gekauft und will uns jetzt weismachen, dass mein Fleisch alt ist. Netter Versuch, Kleiner. Tja. Prüfen Sie doch das Datum, Murray. Niemals. Das ist von heute. Bazinga! Da hast du's, Arschgesicht. Wer ist dein Daddy? Aber... Randall ist es. Wer ist dein Daddy? Das kann ich... Randall ist es, ganz genau. Ja. Okay. Langsam ergibt das hier alles einen Sinn. Aber das kann nicht sein. Ich bin sicher, dass ich diesem Trottel nichts verkauft habe. Tut mir leid, mein Freund, aber das hier sieht ernst aus. Ich fürchte, Sie müssen mit mir aufs Revier kommen. Das glaube ich ja nicht. Oh. Ich auch nicht. Das ist nicht fair. Ich habe nichts getan. Ja. Erzähl's dem Richter. Was für ein Richter? Sie können mich doch dafür nicht verhaften. Kommen Sie schon, Officer. Wie wär's mit einem aufs Haus? Mit extra Chili. Das ist doch Ihre Lieblingssorte, oder? Bitte, Sie wissen, dass ich unschuldig bin. Murray, lassen Sie mich jetzt nicht im Stich. Officer Murray, Sie wissen, dass ich unschuldig bin. Was soll? Erzählen Sie das dem Richter. Was? Richtig so. Das ist mein Murray. Das ist noch nicht vorbei. Ich hol meinen Anwalt. Der wird meinen Namen reinwaschen. Sie können holen, wen auch immer Sie wollen. Vom Revier aus. Oh, das ist super. Ich werde gleich mal Mel die gute Nachricht überbringen. Können wir den jetzt holen? Hey, Kleiner, Finger weg von meinem Kaffee. Ach, komm schon. Ich wollte nur einen kleinen Schluck. Von meinem scheiß Kaffee? Du spielst wohl. Hau ab. Okay, müssen wir hier kurz weg. Hallo? Oh. Ah. Ja? Ich wollte dich nur wissen lassen, dass du offiziell gerecht worden bist. Hast du den Hotdog-Bastard umgelegt? Noch besser. Ich habe ihn verhaften lassen. Und wie zur Hölle hilft mir das? Weiß nicht. Sei doch einfach glücklich darüber. Er war schuldig und wurde erwischt. Das System funktioniert. Oh, der Typ hat... hat verdammt nochmal gar nichts gemacht. Ach du Chef, was? Ich will damit sagen, es war nicht sein Hotdog, von dem ihr schlecht wurde. Der war eigentlich echt lecker. Tja. Oh. Du verarschst mich jetzt, oder? Nein, ouch! Mir ist schlecht, weil ich mir einen von diesen Mercury-Cola-Kuchen gemacht habe. Die machen immer schwerwiegende interne Probleme. Warum zum Geier hast du dann dem armen Hotdog-Mann die Schuld gegeben? Jeder weiß, dass seine Hotdogs die Bombe sind. Und dank dir werde ich jetzt keinen mehr probieren können. Ah, oh, sorry, Kleiner. Aber Kaffee ist das Einzige, das den Schmerz lindern kann. Und der Bastard wollte mir seinen nicht geben. Das war's auch schon. Natürlich. Ich würde es dir gern übel nehmen, aber um ehrlich zu sein, habe ich schlimmere Dinge getan, um heute hier zu sein. Schön für dich. Tut mir trotzdem leid. Aber ich brauche jetzt etwas Privatsphäre. Genug Gerede. Okay. Viel Spaß noch. Okay, jetzt ist doch bestimmt... Ja, jetzt sind sie weg. Also Kaffee. Und mit dem Kaffee können wir Mel helfen und mit Mels Hilfe kriegen wir das Geld und damit dann auch endlich... Ein Latte Macchiato mit extra Saccharin. Hier, bitte. Oh! Wirklich? Würde ich bei so einer Sache lügen? Woher soll ich das wissen? Oh, ich kenne dich doch kaum. Da, bitte. Oh, Gott sei Dank. Oh, man tut, was man kann. Ich verdanke dir mein Leben, Kleiner. Ich hatte schon ernsthaft über Selbstmord gedacht. Nein, bitte. Ich habe erst mal genug Selbstmorde gesehen. Mir gefällt, wie das klingt. Das liegt daran, dass du echt seltsam bist. Naja, kommen wir zum Geschäftlichen, ja? Dieses Modell ist wunderbar. Es leuchtet sogar. Ich biete immer Spitzenqualität an. Ich liebe es. Und es ist aus der Originalserie. Das ist unglaublich. Wie viel willst du dafür? Einmal alles, was du hast. In bar, bitte. Alles? Ich hab dich gerettet, du schuldest mir was. Ich weiß, aber...
Kein Aber. Hast du eine Ahnung, was ich durchmachen musste, um an diesen Kaffee zu kommen? Nein. Puh, Glück gehabt. War nämlich gar nicht so schlimm. Egal, die Sache ist, dein Bauch ist nicht explodiert und das hast du mir zu verdanken. Also los, gib schon her. Na gut, Kleiner. Hätte nicht gedacht, dass du so heimtückisch bist. Woher auch? Du kennst mich ja kaum. Ja, und ich hoffe, so bleibt's auch. Hier ist dein Geld. Okidok. Da bin ich wieder. Und alles, was ich tun musste, war nur eine Bar Mitzwa sprengen und alle Jacken aus der Garderobe klauen. Oh, das Universum wird dich eines Tages hart bestrafen. Eines Tages, hä? Vielleicht schon Montag. Egal, mir reicht's. Hier, das sollte mehr als genug sein. Mehr als genug? Glaube ich nicht. Alter, das muss die größte Menge Geld sein, die du je auf einem Haufen gesehen hast. Diesen Traum, in dem du in Fort Knox eingestiegen bist, eingeschlossen. Also erzähl mir nicht, das ist nicht genug. Hey, das Fort Knox-Ding war top secret. Wenn die falschen Leute zuhören, könnte uns das umbringen. Charlie, ich hab's dir schon gesagt. Nur wenn du John McClane heißt, kannst du in Fort Knox einbrechen. Außerdem sagtest du nicht, die haben dann Velociraptor mit Taschenlampe als Wachmann? Das beweist nur, dass sie da unten zweifelhafte Experimente durchführen. Ja, wie auch immer. Du willst noch mehr Geld? Ohne Scheiß jetzt? Mehr habe ich nämlich nicht. Naja, da gibt es vielleicht was, das du für mich tun kannst. Geht. Sag das bitte nicht so. Das klingt so verdorben. Ah, vergiss es. Du würdest das eh nicht hinkriegen. Schon möglich. Hey, so geht das jetzt aber nicht. Na los, raus damit. Okay. Also, dieses Jahr ist Captain Reds 35. Geburtstag. Und du willst einem der Schauspieler, die ihn darstellen, einen Antrag machen, ja? Okay, ich habe ihn heute nicht gesehen, aber keine Sorge. Als dein Bro bin ich natürlich auch dein Wingman. Weißt du, Randall, jedes deiner Worte bringt dich weiter weg von diesem Ring. Ganz locker, Alter. Das war nur Spaß. Ich bin sicher, du brauchst meine Hilfe gar nicht, um ihn rumzukriegen. Oh, sieh an, der Preis ist gerade noch mal 20% raufgegangen. Hey, komm schon. Lern einfach mal, deine große Fresse zu halten, Randall. Na gut. Charlie, ich kann mir keinen Cent mehr leisten. Es geht nicht um Geld. Wie ich gerade sagte, es ist Captain Reds 35. Und du willst einem der Schauspieler die... Hör schon auf. Ich wollte einfach zum Buffet und mir was von der offiziellen Captain Red Eiscreme von dir besorgen lassen, damit wir die teilen können und diesen besonderen Tag zusammen feiern. Klingt eigentlich ganz einfach. Ah, das hast du wohl nicht kapiert. Dieses Angebot ist gerade vom Tisch. Natürlich. Oh. Und was willst du dann von mir? Besorg mir Captain Red Merchandise. Irgendwas, das ich noch nicht habe. Und sei gewarnt, ich bin ein sehr passionierter Sammler. So, und nur so kommst du an den Ring. Oh, echt jetzt? Wo bitte soll ich sowas finden? Hey, nicht mein Problem. Okay. Schauen wir mal. Blaue Kappe, roter Anzug. Wie sollen wir die denn jetzt organisieren? Schauen wir wirklich mal. Bin mir noch nicht sicher. Sci-Fi-Con, ja. Metz Wohnung geht nicht. Denk dran, du änderst dauernd die Zukunft. Niemand wird sich an die letzten Jahre, das wissen wir. T-Shirts? Das macht keinen Sinn. Die ich rot färben könnte? No. Dann weiß ich auch noch nicht. Daniel? Morrowind? Oblivion? Ich weiß es nicht so genau. Elder Scrolls auf jeden Fall. Aber welches von den? Das
Es hilft sicher nicht, sich grün anzuziehen und sich auf die Suche nach dem Triforce zu machen. Jedenfalls im Moment nicht. Nee, aber ich dachte, ich könnte... Zum Geier sollte ich die Socke mitnehmen. Die bleibt schön da liegen. Tja, Fragen über Fragen. Nee. Oder wartet mal. Hat Mortimer irgendwas für uns? Na, brauche ich nicht. Okay. Nö. Nee. Nee, nee. Tja. Die Wohnung vom Nachbarn. Bin sicher, dass es da ziemlich stinkt. Ich gehe Leuten nicht gern auf die Nerven, okay? Ich habe im Moment keinen Bock. Mann, ich könnte mir sonst was holen, wenn ich die nur anschaue. Also vergiss es. Okay, das also auch nicht. Dann frage ich mich, was denn noch Sinn machen würde. Nichts, nee. Ja, das glaube ich nicht, dass da noch was passiert. Erstmal eine Bar, ist doch klar. Ah. Vater Roy hat heute seine eigene Kreide dabei. Könnte irgendwann nützlich werden. Nee, Kreide. Vater Roys Kreide. Ihm die wegzunehmen wäre so schwierig, wie einen Mogwai zum Fasten zu bringen. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Hm. Contra oder Probotector? Das ist hier die Frage. Sieht so aus, als wenn sie heute nicht mit mir reden will. Tja, ihr Pech. Ja, klar. Glaubt nicht, dass ihr das so gut gefallen würde wie mir. Ich brauche gerade keine Streuwaffe. Die konserviert man in Formaldehyd? Mann, wenn die ausbrechen, die bringen uns alle um. Übel, übel. Haben wir hier noch was? So. Wenn du das für eine gute Idee... Keine Ahnung, ich dachte, das ist so wie Kleingeld. Es sollte wohl klar geworden sein. Okay, haben wir irgendwas? Weiß nicht. Auch nicht, ne? Hm. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Die wichtigste Kugel fehlt. Die hatten wir doch aber abgeschossen, richtig? Hm. Schwierig, schwierig. Was haben wir noch? Hm. Amazon Express vielleicht? Aber der wollte vorher nicht mit mir. Keine Ahnung. Mit dem kann ich immer noch nicht hin, oder? Wir sollten ihn nicht weiter stören. Er hat seinen blöden Katalog wieder. Und er ist sehr glücklich damit. Okay. Ich nehme doch nicht die Päckchen weg. Wer weiß, was da drin ist.
Okay. Was ist das hier? Wenn da nicht so ein kleines Loch oben drin wäre, wäre es unmöglich, den Gullideckel hochzuheben. Blödsinn. War ja nur eine Idee, Mensch. Wartet mal, kann ich vielleicht mit der Angel? Kanalisation? Da drin gibt's sicher keinen guten Fang. War ja nur eine Idee. Jetzt habe ich einen Köder mit Eukalyptusgeschmack an der Angel. Ich denke nicht, dass das klappt. Da drin gibt's sicher keinen guten Fang. Eukalyptus. Ach, kann ich damit vielleicht ein... Wartet mal. Wo sind denn die? Gibt's hier sowas? Ich denke nicht, dass das klappt. Ich würde den Koala gern fangen. Ich denke... Vergiss es. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Muss ich irgendwo anders gucken? Hier gibt es ja auch keine Koalas, zumindest keine, die ich sehen könnte. Aber bei uns gab es doch Koalas. Können wir die in uns angeln dann? Oh Mann, ich muss gleich mal die... Ich muss gleich die Folge mal beenden. Aber eins wollte ich jetzt noch ausprobieren. Ich denke nicht, dass das klappt. Warum nicht? Nun gut, dann würde ich sagen, beende ich die Folge an dieser Stelle und wir sehen erst in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bis dahin, ciao.